Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit der RS4 Limo. Tom und ich haben uns gedacht, er setzt schon Helm auf. Wir bauen mal so ganz eben kurz unter diesem Unterboden, wo so richtig viel Platz ist. 2x89 mm. Ist auch wirklich geil geworden. Ich bin auch wirklich gespannt, wie es klingt. Ich bin auch wirklich stolz drauf, wie Tom das gebaut und geschweißt hat. Weil das sieht wirklich jetzt mit dem Foxtopf, sieht das schon wirklich. Hier mussten wir leider einen kleinen Ausschnitt machen an der Achse. Das sieht jetzt wilder aus, als es ist. Das sind irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 15% oder so mussten wir hier vom Querschen wegnehmen. Aber Alter, bei 2x89 mm, wenn mir da noch sagt, das wäre jetzt schlimm, das wegzunehmen, da müssen wir erstmal hinkommen, dass tatsächlich diese Querschnittsreduktion nach 4 Meter hinter Motor bei 89 mm Gegendruck erzeugt. Ich bin gespannt. Aber nur so ging es, dass auch ein bisschen Bodenfreiheit am Ende da ist, weil der ganze Auspuff sitzt jetzt in dieser Aussparung am Diff. So, aber wie ihr seht, hier mit Pi-Cuts, weil hier ging dann auch noch der Stabi durch. Natürlich wollen wir den Stabi hinten verbauen können, deswegen mussten wir hier nochmal so einen Bogen reinmachen. Dann wollten wir den Topf maximal lang haben, da hier aber die Stoßstange ist. Und hier die Achse mussten wir mit 2x90 rum. Ja, und am Ende, weiß ich nicht, also ich fühle mit dir, weil das waren mit Sicherheit, keine Ahnung, 10 Schweißstunden bestimmt, ne? Ja, vollkommen schon gut in manche, ne? Ja, locker mit Downpipes, ja. So, aber das Ergebnis wird sich gleich sehen lassen können. Wir haben jetzt gerade zur Sekunde die Endrohre angepunktet. Das ist immer das Letzte, was man machen muss. Da fällt mir ein, ja, guck mal, jetzt sieht man auch den Unterschied zwischen poliert und nicht poliert. Kommst du hier zum Polieren auch durch? Ja. Wenn du das möchtest, komme ich da auch zwischen, ja. Nee, kommt man echt so? Ne, ist ja die Frage. Ja, das ist ja so, ist ja eine Flex nur mit so einem scheiß Arm. Weil andererseits, jetzt wo du sagst, finde ich ehrlich gesagt unpoliert auch geil. Passt doch zum Topf so, ne? Ja, finde ich auch viel geiler. Ja. nein, auch ich finde die Mischung geil zwischen Pi-Cuts. Die hat Tom übrigens selber geschnitten, weil wir brauchten einen anderen Winkel und einen Bogen. Finde ich schon geil. Finde ich schon cool. Aber wie gesagt, wir dachten wirklich so, ach komm, 2x89, zwei Abende, ne? Und es waren wirklich wieder, weiß zwei Wochen. Ja, krank. Wirklich nur krank. Na, hätte auch immer noch arbeiten. Wir waren jetzt nicht von morgen. Ja, aber trotzdem brutal. So, wir wollen das Ding nämlich gleich einmal durchwiegen und dann auch final drunter hängen, damit ihr da mal seht, wie eng das ist, aber wie gut das noch passt. Deswegen, du kannst jetzt die hier mal durchzittern. Nur noch die Endrohre und ich zeige euch mal, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. So. Es ist nämlich tatsächlich alles soweit ready. Also erstmal Motor wieder drin. Ich weiß gar nicht, was im letzten Video schon gezeigt. Ich glaube, da haben wir gerade so eingebaut gehabt. Ne? Ich glaube auch, ja. Motor auf jeden Fall wieder drin. Hier sieht man jetzt schön, wie geil das alles so sitzt mit Benzindruckregler, wie viel Platz hier noch ist. Selbst mit der Dash 20 Entlüftung, mit dem N75, was hier ist. Ja, es ist selbst schon schwierig zum Filmen. Ist schon wenig Platz jetzt mittlerweile. Ja, aber es ist trotzdem gegenüber vorher. Ne? Ja, Unterdruckleitung für Bremskraftverstärker, Unterdruckleitung für Benzindruckregler. Und hier geht es an das Pop-Off. Die sitzen auch richtig schön hier unten. So, und da kommen wir nämlich zum nächsten Eigentor, was wir uns gelegt haben. Als ich jetzt das Ding wieder zusammenbauen wollte, ist mir aufgefallen, meine schönen Ölleitung, die ich gebaut hatte, passen nicht mehr, weil jetzt das Druckrohr hier durchgeht. Und ihr seht ja, hier ist die Ölpumpe. Ich muss hier mal so ein bisschen von unten ranziehen. Ölpumpe. Und hier geht das Druckrohr durch. Und dann hatten wir hier auch noch so schön das Pop-Off hingesetzt. So, und jetzt, wenn ihr jetzt von hinten hinter den Ladungskühler filmst, siehst du da den Ölfilter? Ja. So, und das ist mein externer Flansch für den Ölfilter. Das heißt, das Öl geht hier rein. Hier ist ein Thermostat für den Ölkühler und geht durch den Ölfilter. So, und diese ganze Ölleiterei hier jetzt hinzukriegen, es war wirklich auch wieder, keine Ahnung, zwei Abende, sag ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Also, bis das dann alles so sitzt, weil wenn du jetzt hier von hier so geradeaus durchguckst, ja, ich musste mit einer Leitung über dem Druckrohr, mit einer Leitung unter dem Druckrohr und die beiden Ölkühlerleitungen hier so lang. So, sitzt jetzt aber alles. An der Stelle nochmal vielen Dank an die Firma Wagner. Ist mittlerweile schon ein paar Jährchen her, aber wir haben damals zusammen für diese Modelle einen Upgrade-Ölkühler gebaut, der wirklich Pack and Pay passt. Weiß ich noch, habe ich damals Marius S4 Limo hingebracht. Und wir haben in die Front mal einen Ölkühler gebaut, der einfach größer, dicker, mit Luftleitblech und so weiter. Das heißt, einfach hier meine Dashleitung dran. Okay, ist noch nicht festgezogen. Dashleitung dran und fertig. So. Genauso habe ich weitergemacht, ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, mit den Leitungen im Innenraum. Innenraum, sagte ich ja, kriegt noch mit Käfig und so am Ende ein kleines Upgrade. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, wir kommen durch den Unterboden mit
dieser dicken Leitung. Das ist die Absaugung von dem Motor. Da drückt er das Öl oben quasi wieder rein. Und die Pumpe saugt durch die Dash-12-Leitung aus dem Tank. Das Ganze geht unten raus und geht dann am Unterboden lang. So, und da musste ich auf ein Teil warten, was heute erst angekommen ist. Vielen, vielen Dank an Joel, JB Motoring. Ich habe es euch damals beim Oma-Golf schon gezeigt. Das ist einfach das Praktischste der Welt. Joel macht diese Halter. Sieht jetzt erstmal nach nichts aus, aber 3D gedruckt. Ich weiß jetzt nicht genau wie, wo, was. Ich denke mal, das ist irgendwie so ein bisschen Carbon oder Kevlar verstärkt. Aber das Coole ist, ich hole mal einen Schraubenzieher, Schlüssel. Diese Halter werden mir massiv mein Leben erleichtern. Weil folgendes Prinzip dahinter. Ich habe selber schon wieder vergessen gehabt, wie wir es beim Oma-Golf damals gemacht haben. Hier seht ihr kein Gewinde. Das heißt, dieses Teil drehe ich in den Gewindestift am Unterboden. Und dann kommen die beiden Dash-8-Leitungen durch. Und dann drehe ich einfach nur die Spange ran. Und schon habe ich in dem Originalschacht zwei Dash-8-Leitungen. So, jetzt gucke ich mal gerade. Okay, Dash 8 haben wir gerade nicht hier. Dann nehmen wir die andere Seite. Die fetteren hier. So, da geht einmal Dash 12 und einmal Dash 16 durch. Ich habe es gemessen und ihm mitgeteilt und jetzt hoffen wir, dass das passt. Hier haben wir einmal 12 und 16 liegen. Das sieht jetzt gerade nicht so fett aus, habe ich schon etliche Male gesagt, weil die PTFE-Leitungen kaum Wandstärke haben. So, aber zack und zack. Oh, der sieht schon mal gut aus, als wenn ich mich nicht vermessen hätte. Der kommt jetzt rüber. Und schon flutscht das da richtig schön. Ist das geil. Carbon zu Carbon quasi. Na, schon mal danke, Joel, weil es war wieder just in time hier. Ich habe wieder vorgestanden, wusste nicht, wie baue ich die Leitung. Und die Nummer macht es mir halt echt viel, viel einfacher. Weil, Nico, jetzt kannst du es dir aber bequem machen unterm Auto. Ich zeige euch jetzt mal, wie man die montiert. Das ist nämlich noch cooler. Das ist, wie gesagt, der originale Gewindestift am Unterboden. Weil hier original auch Benzinleitungen, wie auch immer, durchgehen. So, und jetzt kann ich einfach... Vorführeffekt mit links bin ich nicht so gut drin. Das ist so eine Art selbstschneidendes Gewinde. Ein bisschen Druck. Zack. So, jetzt gucken wir mal. Hier kommen nämlich meine beiden Leitungen aus dem Unterboden. Also. Zack. Easy. Das heißt, ich muss nichts bohren und gar nichts und habe in kürzester Zeit hier meine Leitung runterhängen. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass die Leitung zu tief raushängt. Aber das geht so. Ja. So. Das heißt, ich gehe jetzt einfach 12 und 16. Hab dann hier einen, theoretisch kann ich hier sogar auch noch einen hinmachen, wenn ich will. Werde ich aber nicht, weil das reicht so von der Biegung her. 1, 2, 3, 4. Und ab hier gehe ich eh, weil man sieht es schön, wie es geht, so an den Motor. Das heißt, die Leitung hängt hier richtig schön drunter. Wo du jetzt gerade hier liegst. Achso, wie das Ganze montiert aussieht, könnt ihr euch auf jeden Fall nächste Woche auf Essen Motor schon angucken. Wir geben weiter Gas, das Auto wird da stehen und es geht langsam an die Montage. Pass auf, wenn du jetzt nach oben schwenkst, die Carbon-Kardanwelle. Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt. Thema Entlüftung. Ihr erinnert euch, wie wir diesen Tank hier gebaut haben. Da sind noch keine Halter dran, deswegen steht er gerade auf dem Wagenheber. Aber ich habe tatsächlich vorne von dem Y-Stück eine Dash-20-Leitung. Die Dash-20-Leitung geht dann nur bis hier ungefähr. Das heißt, wir haben den Motor entkoppelt zu der Karosse. Dann geht in dem Mitteltunnel hier ein Rohr durch. Weil hier ist nicht mehr Platz. Ich kriege jetzt hier noch nicht mal meine Finger durch. Also hier hinter läuft jetzt gerade ein Alu-Rohr lang. Ich würde euch das gerne zeigen. Das ist sogar platt gedrückt in der Mitte, weil hier nochmal ein U ist. Das ist fest verschraubt und geht hier 1:1 mit einem Verbinder in den Tank rein. So, das heißt auch, die Entlüftung ist soweit ready und geht in den Tank. Hier geht die Luft dann wieder raus aus dem Tank. Und das geht dann, wie ich besprochen hatte, in den Auspuff. Also entweder legen wir hier einen Dash 20 rüber, also eine Leitung. Mittlerweile glaube ich aber eher, dass wir mit 90 Grad hier so in den Auspuff gehen. Und fertig. Ja, also ich habe mittlerweile wieder das richtig lieben gelernt, unter dem Auto zu liegen. Ja. Wobei ich hatte echt gestern... Nein, nein, ich hatte gestern echt richtig Nacken. Also das Problem ist halt schon, dass, keine Ahnung, scheinbar sowohl meine Bauch- als meine Nackenmuskulatur nicht so ausgeprägt ist. Und wenn du jetzt die ganze Zeit immer so machst,
hast du schon am nächsten Tag, merkst du richtig, dass das richtig hier... Oh, das kann ich mir vorstellen. Richtig Training ist. Nein, aber was halt praktisch ist, ist, deswegen, also einige haben sich gefragt, warum machen wir das Auto nicht höher? Weil jeder kennt es, es gibt eine Höhe, die ist zu hoch vom Auto, weil man so nicht mehr rankommt. Dann bist du nicht hoch und nicht tief. So, ne? Das heißt, die Höhe ist noch genauso, dass man sich abstützen kann und noch rankommt und halt auch mit den Knien nochmal mit den Füßen was halten kann. Das war eigentlich okay, geht natürlich bei uns im Ladenverkauf hier, wo es einigermaßen sauber und warm ist. Tom schweißt einmal kurz den Auspuff durch und dann hängen wir tatsächlich, nee, dann wiegen wir ihn erst und dann hängen wir mal einmal runter, um euch zu zeigen, wie eng das hier alles ist. Eine Sache, die ich auch in der Zwischenzeit gemacht habe, ist Wasserleitung angepasst. Das war hier der Baustelle, wegen, weil wir die Rosseklappe so versetzt haben. Jetzt habe ich hier so einen geilen Prototypenschlauch, da kann ich noch nicht mehr zu sagen. Der ist aber von der Form her extra so, dass man den so biegen kann. Entweder man findet ihn geil oder man findet ihn nicht geil. Ich finde ihn ehrlich gesagt eigentlich ganz geil. Geil oder nicht geil? Nicht geil. Okay. Klar, ein perfekter Formschlauch ist schöner, aber wenn man zur Sekunde keinen Formschlauch hat, sonst gibt es ja nur die Möglichkeit, hier ein Rohr zu bauen. Und dann finde ich so schöner. Wenn das sauber ist hier zwischen, ist das schon geil, aber so stört mich halt schon. Wie? Ein bisschen Staub dazwischen, drin, ja. Ja, müssen wir mal schneller sein, ne? Du! Ist ja auch kein Staub. Nein, aber so ist immerhin ein bisschen Flex drin, dass man auch den Schlossring ein bisschen nach vorne ziehen kann. So, und hier auf der Seite konnte ich zum Glück, kann man das sehen? Nee, schwierig. Auf der Seite war auch das Problem mit dem Schlauch. Da konnte ich zum Glück den Originalschlauch einkürzen und einfach eine neue Steckverbindung direkt mit 90 Grad machen. Und das sitzt jetzt auch. So, Wasserbehälter hinten finde ich auch geil. Das kann sich auf jeden Fall so sehen lassen. Ja. So, jetzt zum spannenden Moment. 2x89. Es geht in die finale Runde. Fettsack. Nee, abgenommen. Also wovon denn? Alter? Doch, massiv. Beim letzten Video hatten wir noch 86, 87 oder so. Echt? Ja. Das Problem hast du da? Nee, ein bisschen gearbeitet. Kannst du mal auf der ja, drücken? Du wiegst mehr als ich. Auf was? Da. Also, geht's so? Also man ist natürlich... Junge, alles umsonst. 14,5 Kilo. Das ist jetzt nicht nix, aber wir reden von 2x89 mit Downpipes, ab Turbolader, mit Flexrohren, mit Endtopf. Finde ich schon gut. Ja. Weil man darf halt nicht vergessen, als Beispiel so ein Abarth-Auspuff, der jetzt meinetwegen nur 5 Kilo wiegt. Ja, ist auch nur ein Rohr und ein 70er. Ja, genau. Das ist halt nur einmal 76 und nicht 2x89. Genau. Ne? So, und 2x89 in Edelstahl hätte garantiert 40 30. Kilo. Ja, 30 würde ich schon gesagt. So. Alleine, weil ich es unter 2 Meter nicht geschweißt hätte. So, jetzt bauen wir das Ganze einmal an. Als grande Finale. Das ist der große Traum beim B5-Auspuff immer. Der hängt komplett von unten unter dem Auto in einem Teil. Bei ganz vielen Autos muss man ja irgendwie über die Achse rüber oder wie auch immer. Und hier kann man wirklich den Auspuff in einem Teil bauen und einfach runterhängen. Das sieht auch gleich wieder so viel vollständiger aus. Ja, ich finde auch irgendwie... Auspuff. Wir haben jetzt 2x89 gemacht, passend zum Auspuff halt. Ich mag es einfach gerade abgeschnitten, kein Versatz. Das ist für mich einfach der Leistungsendtopf. Fox hat angeboten, die hätten mir tatsächlich die originalen gebördelt Endrohre in Titan gemacht. Aber weiß nicht, ich hatte bei dem alten Auto das so, ich finde das so einfach. Ich finde das so einfach geiler. Jetzt lass mal rauskommen, Tom. Achso. Wir haben jetzt noch keine Auspuffhalter dran und ich wollte euch einmal nur mal zeigen, wir können den Auspuff links, rechts, hoch, runter bewegen. Oh. Also er hat wirklich genug Spiel zu allen Seiten. So, er kann einen Tucken höher. Was cool, wenn ihr so bewegen könnt. Geil. So, und jetzt die beste Perspektive ist, wenn du von da reinfällst. Sind halt schon wirklich zwei fette Rohre, die jetzt hier drunter liegen. Muss man einfach so sagen. Guckt hier mal, wie geil die hier in dem Ausschnitt liegen. Hier passt noch genau der Stabi drüber. Hier mussten wir halt für den Querlenker ein bisschen Luft machen. Kann man gleich von der Seite nochmal einmal reinfilmen. Ja. Und dann diese beiden Rohre. Von der Höhe her sind wir vollkommen legitim, weil, guckt euch mal an, das ist die originale Querlenkerhöhe. Also wir sind daumenbreit unter dem Querlenker. Und Alter, wenn der Querlenker hinten auf den Boden schleift, ne, dann ist irgendwas falsch auf jeden Fall. Ne? Oder richtig. nee, das ist schon echt. Bin ich echt gespannt, wie das klingt. Also ich glaube, sie hängt nicht tiefer als meine alte Anlage.
Definitiv nicht. Also wenn man hier so diesen ganzen Bereich so, diese beiden ja. fetten Rohre. Ja. Die da hochkommen, das ist schon. Und hier sieht man diesen Ausschnitt, den wir machen mussten, geht nicht anders. Der ist auch so nach oben reingedreht. Also der ist gar nicht im ganzen Rohr drin, sondern es ist mehr nur so ein kleines Stuhl. Komm, vielen, vielen Dank. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Haben wirklich wieder gut durchgezogen. Würde es mir anders geben. ja, jetzt weiter zusammenbauen. Wir müssen noch 2-3 Halter an den Tank- und Öl-Catch-Tank machen. Und die Leitung zu Ende zimmern und dann sind das tatsächlich so die letzten Sachen. Und noch ein Halter dran. Da habe ich mir schon was überlegt. Fast fertig, oder? Natürlich noch 2 Halter an den ganzen Auspuff. Ich werde erstmal nur einen Halter machen, mit Absicht, wenn das Ganze läuft, ein bisschen warm geworden ist und so weiter, dann lieber den zweiten Halter positionieren. Kann eh nirgendwo in der Auspuff. Deswegen denke ich mal, dass ein Halter erstmal reicht. Aber genug für heute. Messe ruft. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal.